Also das Produkt, das wir eingereicht haben, ist ein Diabetes-Monitoring-System. Also das System besteht aus Insulinpen, Blutzuckermessgerät, Also alle Einheiten, die sie verspritzen, alle Werte aus dem Blutzuckermessgerät, also die Blutzuckerwerte, die Broteinheiten sozusagen, die sie essen und so, das muss alles detailliert in einem Tagebuch aufgeführt werden. Und dieses System speichert sämtliche diese Daten und ersetzt sozusagen dieses Tagebuch, dieses handschriftliche Tagebuch. Die Form hat sich einfach angeboten, weil es sind drei Teile. Das Blutzuckermessgerät, die Basisstation und der Pen. Es hat sich super angeboten für die Technologie, die eben drin steckt. Und daraus ist natürlich auch, wie man eben sieht, das Markenlogo entstanden, dieses Dialog. Und dann war einfach klar, das wird ein dreieckiger Pen, ne? Das ist das erste Gestaltungsmerkmal, das haben wir dann versucht auf die anderen Geräte zu übertragen, wie man hier auch ganz gut sehen kann. Das zweite Gestaltungsmerkmal ist eine schwarze Hüllfläche um einen weißen Kern. Jetzt muss ich hier Blut drauf geben. Bekommt, jetzt zählt er runter. Also dieses So. Gerät macht sozusagen beide Werte. Das eine ist der Blutzuckerwert, der aktuelle, den der Flo sich gerade gemessen hat. Und das zweite ist eben der Wert, der er händisch in dieses Gerät eingibt. Und zwar eben ist es abhängig davon, was man jetzt im Begriff ist zu essen. Die speichert er so lange, bis dieses Gerät einen Kontakt zur Basisstation aufbaut. Dieses Blutzuckermessgerät funkt dann eben über diese Basisstation auf diese Internetseite. Also das ist hier die Wochenübersicht. Zwei Broteinheiten, hier wieder Blutzuckerwert und so weiter und so fort. Also er kann seinen Arzt bevollmächtigen, dass er eben auf diese Seite Zugriff hat. Das ist aber liegt eben an dem Patienten, an dem Nutzer des Pens, ob er jetzt nun diese Daten auch noch für andere freigibt, zum Beispiel eben auch für die Forschung. Wir haben, seitdem wir zusammenarbeiten, eigentlich immer zu tun und wir haben immer schöne Aufträge gehabt. Und das ist natürlich jetzt die Krönung. Also das Produkt Wittenberg ist entstanden im Zusammenhang des Martin-Luther-Museums. Wir haben mit dem Lichtplaner Jan Dinnebier, der die Grundideen zeichnete, dieses Produkt entwickelt und erstmalig in diesem Museum des Martin-Luthers eingesetzt mit ungefähr 700 Köpfen. Und das war sozusagen das Startzeichen für diese Serie. Und mittlerweile ist es ein Systemdesign und dazu gehört eben auch dieses Modell Fernglas. Das Besondere daran ist, dass ich eben eine Kopfgröße habe, die wir universell einsetzen können. Also das Typische dieses Leuchtenkopfes ist, dass er drehbar ist in der horizontalen und schwenkbar in der vertikalen. Und Sie können also bis knapp 357 Grad die Leuchte drehen und schwenken. Und so sind Sie in der Lage, jeden Bereich anleuchten zu können. Also wir sind also Partner des Einzelhandels. Auf der anderen Seite machen wir reines Projektlicht, wo wir also Sonderfertigungen bauen, also vom Kronleuchter bis ganze Leuchtensysteme, Außenleuchten. Das wird mit Sicherheit auch so zweigeteilt bleiben, weil wir durch diese Sonderleuchten natürlich auch uns immer wieder in
neue Ebenen bewegen können, um neue Erfahrungen zu sammeln, die man dann wieder in der Serie einsetzen kann. Tatsächlich den Händler stärken, und da gibt es eben eine Entwicklung weg von dem reinen Leuchten-Einzelhändler zu dem Lichtplaner, der sozusagen die gesamte und komplexe Leistung des Lichts, also von der Planung über Lichtberechnung bis hin zur Leuchte, einem Kunden liefert. Neue Technologien sind gefragt, ob OLED oder Plasma. Das wird stärker vorangetrieben bei uns. Und auf der anderen Seite werden wir Produkte machen, die sehr hochwertig verarbeitet sind, die damit natürlich auch nicht ganz preiswert sind, aber eine ganz spezielle und eigene Note haben, um unser Profil beizubehalten, dass wir eben als kleine Firma in diesem großen Markt eine Nische belegen können.